Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3, in dem Spiel von vier Leute, die nicht mit Sprengstoff klarkommen und gerne Städte in die Luft jagen. Und so werden wir erstmal Ein mit Herrn. ungünstiger Zeitpunkt. Vielleicht können wir ein anderes Mal ein gutes Geschäft Nein, machen. Herrn Tempetin. Hier redet mit Ach einer. nein, ein Besucher. Ich bekomme nur selten Besuch, was eine leidige Schande ist, weil ich mich gewöhnlich erbarmungslos zu Tode langweile. Alle diese vermaledeiten Leute tun so, als ob ich aus Glas wäre und jeden Moment zerbrechen könnte. Es erstaunt mich, dass man sie hereingelassen hat. Und wie gefällt Ihnen mein schöner Turm hier? Er ist das Juwel des Ödlandes, finden Sie nicht? Ich wage zu sagen, dass ich recht stolz auf mich bin. Wirklich, ich bin überaus beeindruckt. Sie haben einen Turm, Sie haben den Turm nicht erbaut, sondern nur gefunden. Und Sie sind dann eingezogen. Es ist okay hier. Na, machen wir hier. Ja, als ich diesen Ort am Horizont Müssen erblickte, erstmal wusste einschleimen. ich, was zu tun war. Ich heuerte kräftige Leute an und ließ alles schnell auf Vordermann bringen. Ich hatte das große Glück, Mr. Burke zu treffen, eine Seele von einem Menschen. Er schafft es irgendwie, das zu tun, was getan werden muss. Dann ging es nur noch darum, die richtigen Mieter mit den richtigen Besitztümern zu finden. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Ich habe mich gefragt, warum sollte man Megaton in die Luft jagen? Erzählen Sie mir von sich, Mr. Tempertine. Das ist ganz schön ein großer Turm, ganz schön großen Turm, den Sie da haben, Mr. Tempertine. Ja, mit Ich Megaton. ließ einmal die Bemerkung fallen, der Metallhaufen am Horizont sei ein Schandfleck. Darauf sagte Mr. Burke, er könne sich darum kümmern. Burke ist ein liebenswürdiger Mann, nicht wahr? Ich weiß gar nicht, wie ich ohne ihn klargekommen bin. Ich muss mich praktisch um nichts mehr kümmern. Er kümmert sich um alles. Ich muss nicht mal fragen. Er ist ein echter Draufgänger. Wir brauchen mehr solche Leute, um die Welt wieder aufzubauen. Sie sollten die Vergangenheit ad acta lassen, gelegen. Okay, Latein wäre jetzt gut am Werk, um Platz für die Zukunft zu schaffen. Sie haben kein Problem damit, all diese Leute umzubringen. Schweigen. Um Platz für die Zukunft zu schaffen. Gut gesprochen, wirklich. Sie haben Geschäftssinn. Es macht mir Hoffnung, junge Leute wie Sie zu sehen, die noch was im Köpfchen haben. Erzählen Sie mir von sich. Es ist unhöflich für einen Gentleman, über sich selbst zu reden. Aber ich hoffe, dieser prächtige Turm spricht Bände. Ja, darüber reden wir jetzt auch. Einige würden sagen, dass Tenpenny Tower die Krönung ist, aber nein. Nein, nein. Mein lieber Junge, das ist erst der Anfang. Gut, ich muss jetzt gehen. Guten Tag. Und wie gesagt, es ist schon dunkel. Und man sieht hier, ich habe meine Rüstung gekauft. Und jetzt sprechen wir mit Mr. Burke. Die Impulsladung ist angebracht. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Die Erwartung ist greifbar. Nicht wahr? Wenn Sie den Augenblick genug genossen haben, haben Sie vielleicht die Ehre, die Taste zu drücken. Vorsicht mit den Augen. Das wird richtig grell. Okay. Time say goodbye. Na 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 na. Na 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 na. Was sagst du darüber? Hm? Nix. Kennen wir nicht anders. Okay. Bereit, bereit, bereit. Auf Wiedersehen, Megaton. Es war mir keinerlei Ehre, euch kennenzulernen. Dass es Ihnen gefallen hat. Natürlich hat mir jemand dabei geholfen.
Sehr richtig. Sie müssen ihm die besprochene Belohnung geben. Das helle Licht und der Wind haben mich ganz schön durstig gemacht. Wo ist mein Scotch? Ich werde jemanden vorbeischicken, sobald ich mein Geschäft mit unserem Freund hier erledigt habe. Hervorragend! Und machen Sie schnell. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr nüchtern und habe keine Lust, jetzt damit anzufangen. So, Sie können die Schutzbrille nun abnehmen, das Rauchen einstellen. Ausgezeichnet. Die Strahlung nimmt nun ab. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, diese kleine Atombombe zu sehen. Wir sprechen jetzt mit Mr. Burke und mal gucken, was er uns gibt dafür. Mein Gott, welch transzendente Schönheit. Was für ein reinigendes Licht. Nur einen Augenblick. Ich werde gleich zur heiß ersehnten Bezahlung übergehen. Ich wurde gebeten, eine Einladung für einen Aufenthalt im Tenpenny Tower abzugeben. Hier. Schlüssel und Urkunde für die neue Suite. Sie befindet sich im Obergeschoss vom Aufzug aus, erste Tür rechts. Genießen Sie die neue Unterkunft. Ach, und wenn Sie hier alles ein wenig herausputzen möchten, sprechen Sie mit Lydia Montenegro in der Boutique Le Chic. Ich bin total ausgerüstet. Ich muss unbedingt was essen, bevor ich um... So, wir gehen hier rein. Und ich will eigentlich schnell... Ich habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht, was hier ist. Nein, das wollte ich nicht. Zack. Das nehmen wir mit. Lügen und Kongress. Steckt's immer noch. Whisky. Gott, hat der für Milch hier so rumzustehen? Okay. Hallo, Mr. Temperty. Guck mal hier, reines Wasser, ohne Verstrahlung. Und jetzt haben wir unser eigenes Weed. Haha. Nuka-Cola-Flaschen, leere. Vom Aufzug rechts, meinte er. Hier, oder was? Temperty Tower. Sweet. Was sagt er jetzt? Achso, hier war ein Schlüssel, den habe ich geklaut. Sir? Ich bin im Dienst, kann jetzt nicht reden. Sicherheitsbedenken bitte direkt an Chief Mustafa. Ja, ja. Laber, laber, laber. Und das ist also meins. Guten Tag, Godfrey. Ah, eine Kiste. Eine Kommode, ohne was drin. Mein Bett. Mein Bett. Verschwinde, ist mein Bett. Öffnen Safe, da ist was drin. Ach, sehr schön. Es wird immer schwieriger, an gottverdammte Zigaretten zu kommen. Okay, öffne Metalltür zu nach Temperty Tower. Okay. Ich Wackelpuppen. Okay, hatten wir nicht mehr gehabt? Na egal. Jetzt haben wir die drinne. Da oben ist nichts. Weiter. Was passiert, wenn wir hier lang gehen? Ach, wir haben eine kleine Terrasse. Ist sehr schön. Ist sehr schön. Und hier führt es dahin, wo wir letztens waren. Interessant. Schachbrett. Oho, das wurde runtergefallen. Da liegt noch was. Schacht Zigaretten. Ja, Aschenbecher brauchen wir nicht. Laufen wir mal ein bisschen hier rum. Oh, zu. Hey, woher kommst du? Ach, erzähl nicht sowas. Ach du, ich glaube, ich habe dir wirklich die weggenommen, wa? Ja, was denn? Bist ein bisschen gereizt, wa? Ausrüstung. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Da gebe ich dir mal unsere kleine Hilfe für dich. Nein, ist ja keine Hilfe, ist ja sonstiges. Schachtelzigaretten. Hier bitte. Jetzt kannst du wieder rauchen. Ja. So. Und dann gehen wir wieder mit uns rein. Und gut. Godfrey. Wenn ich mich vorstellen darf, ich bin Godfrey, Ihr persönlicher Roboter-Butler. Ich bin hier, um mich um Ihre Bedürfnisse zu kümmern und Sie zu unterhalten. Was darf es denn sein? Wo kann ich mehr Artikel für das Haus kaufen? Ich hätte gern etwas zu trinken. Ich hätte gern einen Haarschnitt. Erzählen Sie mir einen Witz. Zwei Atome in der Kneipe. Sagt das eine, Mist, ich habe ein Elektron verloren. Meint das andere, gibt Schlimmeres. Sieh's positiv.
Haha. Wo kann ich Artikel kaufen? Eigentlich weiß ich bei der Frau Schick oder wie es heißt. Ja, ich denke, hier könnte in Sachen Renovierung so einiges getan werden. Sprechen Sie mit Lydia Montenegro unten auf der Foyer-Ebene des Tops. Sie hat eine gute Auswahl von Gegenständen, um den Wohnraum zu verschönern. Ich hätte gerne etwas zu trinken. Sehr wohl, bitte sehr. Aufbereitetes Wasser hinzugefügt. Ich wünsche... Gut, und dann werden wir jetzt mal ein bisschen mistlos werden. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Machen wir hier eine Kiste. Hast du noch irgendwas? Was denn? Reden wir über Ausrüstung. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Warum Sie hast haben. Du eigentlich noch einen Aschenbecher bei dir? Bier, Kampfanzeige, Overall, Kamera, Kern, Anspruchs, Metro-Ticket, Ziehtank, B-Schlauch, Hopkow, Schraubenschlüssel, Sensormodule, Sturmgewehr ist noch eins drin, Terpentin, Overall, Wundkleber, Zündflamme. Okay. Jetzt kannst du auch ordentlich wieder tragen. Ich muss ja hier nur alles reinpacken. Elektrischer Leiter. Achso, wir machen mal Schalldämpfer. Abwärtsstick. Kronkorkenmine. Nee. Obwohl, doch, die Kronkorkenmine könnte drin sein. Laserpistole packen wir. Haben wir richtig viel Munition. Haben wir noch drin. Luftgewehr genauso. Rocketwerfer packen wir noch weg. Haben wir zwar jetzt Vampirklinge lassen wir noch drin. Sturmgewehr. Wie war das gewesen? Chinesisches Sturmgewehr. 326. Ja, macht dieselbe Munition. Packen wir rein. Sturmgewehr noch. Splittergranaten, Vampirklinge. Ja. Geht so. Waffen haben wir. Overall, Robco, Umgehungsanzug. Alles da rein. Bier. Lügenkongress, haben wir noch zwei Bücher. Wüsste ich gar nicht. Nuka-Cola Quantum. Alle rein damit. Nuka-Cola. Machen wir mal 12 rein. Kakerlaken vielleicht haben wir auch noch. Red-X hat kein Gewicht, genauso wie Red-Away. Schmutziges Wasser. Alles rein. Stealth Boy. Wie viele? Machen wir 6 rein. Whisky. Zuckerbomben haben wir. Obwohl, ich glaube, das hatte gar kein Gewicht, war. Doch, hatte. So, fangen wir an. Kernspaltungsbatterie. Launchbox. Metro-Ticket. Motorradbenzin. Obwohl, Metro-Ticket hat, glaube ich, kein Gewicht. Also kann ich ihn mitnehmen wieder. Das lassen wir. OP-Schlauch, Schraubenschlüssel, Sensormodule, Stützbandage, Terpentin, Wundkleber, Zündflamme, Überlebungshandbuch lassen wir auch noch da. So, damit haben wir ordentlich Gewicht. Kamera, Dampfanzeige, Aschenbecher, Abraxeputzmittel. Gut. Also haben wir jetzt auch ordentlich... Nein, ich bin noch nicht ernsthaft darauf gekommen. Ach, verdammt. Ey, nicht echt jetzt, oder? Na, geht schnell. Wir wissen jetzt ungefähr, was war. Nächste bitte so Luftgewehr. Ich kann schon mal sagen, das war's dann soweit für heute. Ich mache das hier noch alles wieder rein. Und nächsten Mal werden wir uns wieder auf die Suche, oder was ist das, auf die Suche? Wir machen uns diesmal richtig auf die Suche nach unserem Vater. Und werden da mal gucken. Wir haben ja was bezüglich dem Radiosender erfahren, dass wir da hingehen mal. Und mal gucken, was wir da finden. So, nochmal das hier. Ja. P-Schlauch, Schraubenschlüssel, Sensormodule, Schützmandat, Terpentin, Wundkleber, Zündflamme, Putzmittel, Aschenbrecher, okay, Dampfanzeiger, Kamera, beenden. So, jetzt haben wir alles hier drinne. Wir sind leicht wie die Feder und er auch. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Diese klitzekleine Explosion am Himmel.
Wir können ja dann Megaton mal kurz besuchen, wenn wir wollen. Strahlenzug haben wir dabei. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao.